Reinigung der Fahrradkette wird oft vernachlässigt, dabei ist sie aus verschiedenen Gründen von relativ großer Bedeutung. Im Laufe des Lebens einer Fahrradkette sammeln sich an dem Schmiermittel Dreck, Metallabrieb und Schmutz. Das führt zu folgenden Problemen. Der Antrieb läuft schwergängiger, der Verschleiß an Ritzeln und Kettenrädern wird größer und auch das Schalten wird dadurch negativ beeinträchtigt. Während die Rezepte zur Kettenreinigung früher eher abschreckend und aufwendig waren, sie in Benzin, Petroleum oder Diesel zu waschen, war keine schöne Arbeit, gibt es heute zeitgemäße und praktische Kettenreinigungsgeräte. Zuerst füllen wir die Reinigungsflüssigkeit bis zur Markierung in das Reinigungsgerät. Dabei handelt es sich um einen biologisch abbaubaren Reiniger, der aus Sojapflanzen hergestellt wird. Jetzt wird das Reinigungsgerät um die Kette herum geschlossen und ca. 10 bis 20 Mal rückwärts pedaliert. Nach dem Reinigen sollte die Reinigungsflüssigkeit sinnvollerweise für ölhaltige Abfälle getrennt entsorgt werden. Und schließlich wischen wir die Kette mit einem sauberen Lappen noch einmal ab, damit keine Rückstände zurückbleiben. Das Ganze dauert nur wenige Minuten. So schnell und einfach kann es sein, eine Kette professionell zu reinigen. Das Reinigungsgerät ist nicht teuer und eine Anschaffung für viele Jahre.